So, hallo und alle zur nächsten Folge von Varro 4 zusammen mit dem Cast. Wir joinen jetzt. Hallo. Hallo Cast. Ah, der ist schon da. Oh. Siehst du, bei meinem Jetzt hast du schon gedacht, das war das Jetzt, ne? Habe ich mir ja, fast gedacht, ey. So. Hast du einen anderen Skin? Ja, ach so, ja, genau. Revi hat ja geheiratet in Craft Attack, deswegen habe ich mir mal hier einen Anzug besorgt. Es ist gerade. So schick angezogen. Ja, also perfekt für meine Hinrichtung. Wir wollten uns jetzt mal in dieser Folge ein bisschen Essen besorgen, weil ohne ist ein bisschen schlecht. Ich habe noch alle Balken voll. Ich habe das eine Steak mehr reingedrückt. Und vielleicht kann ich ein bisschen mehr laufen. Oh Gott. Hast du schon ein Eisenschwert übrigens? Nee, ich habe nur ein Steinschwert. Ja, ich glaube, im Ofen unten war noch ein bisschen was drin, was geschmolzen wurde. Das heißt, ja. Okay, ich brauche dringend Essen. Ja, ich Wie bin. Wie lange ist es noch da oben? Ich helfe dir. Müssen halt auch echt gucken, dass hier. Nichts drin ist, ne? An Creepern ja. Oder so. Gucken, was haben wir denn? Haben wir gerade Nacht? So, ja, haben bei unserem Pech, wir haben gerade Nacht. Wow. Okay, ich habe noch zwei Hungerkeulen. Also genau, lass aber bitte komplett Umblick hier machen und gucken, was abgeht. Hinter dir ist ein Zombie, rechts von dir. Oh Gott, ey. Keine Lust, ein GP zu machen und zu verhungern im Varro. Gibt es irgendwie ein bisschen easy Essen, weil ein paar Tiere also wären cool. Problem sind halt Skelette, sind ebenfalls hier oben. Wir haben wieder zur schlechtesten Zeit gejoint, die wir konnten. Also, ich sehe Chicken. Aber Creeper kann halt auch kommen jederzeit, ne? Wir können versuchen, das zu holen. Ja, ich hole mir das. Dann mache ich gleich meinen Ofen, weil ich bin da wirklich kurz vorm Verhungern. Ja, und machen gebranntes Cobblestone hast du hoffentlich. Ja. Ja, dass du erstmal dein eines Chicken da kriegst. Yay! Ja, der Mond geht aber unter, das heißt, wir kriegen gleich Tag. Dim, dim. So, hier, ich werfe mal das Chicken rein. Dann bleib mal hier, lauf nicht so viel, ess das. Falls was Drinks hätten, dann wir zu Not eine Angel machen können, also wenn es wirklich kritisch ist. So lange dauert das ja dann auch nicht. Aber ich halte so ein bisschen aus, wahrscheinlich ist ein Creeper oder sonst irgendwas kommt. Skelett werden jetzt gleich verbrennen. Dinten sich noch ein Schaf, hat mal kurz. Schafe droppen, die ich auch guckt, Matten oder so. Oh, hier sind noch mehr Schafe. Und noch zwei weitere Chickens. Drei Chickens. Hier drüben ist Fettessen. Gab es das schon in dieser Version mit den Schafen? Ich glaube schon, doch, ja. 1,8 haben wir, ne? Ja, doch, dann soll es das geben. Na gut. Ja, ich komme mit den Versionen durcheinander. Ich stelle die dauernd vor und dann irgendwann kommst du jetzt durcheinander. Ja, die droppen mir guckt, Matten. Ich klopp hier alles weg. Das Eisenspitz ist erstmal nur so temporär. Da oben ist auch nochmal ein Schaf. Ja, ich hab's gesehen, ein braunes. Dit braune Schäfchen. Okay. Dann Essen ist in Varro irgendwie immer so eine Sache. Man denkt mal genug und irgendwas schon hat man fast. Ja. Aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen was. Hier sind nochmal Chicken. So. Nice. In der nächsten Folge müssen wir auch, glaube ich, schon Standortwechsel machen, ne? Ja, sehr gut. Das heißt, wir können in der nächsten Folge nochmal irgendwie runtergehen. Und so 5 Minuten Verschluss müssen wir rausgehen und mal Standardwechsel machen. Sonst kann man sehen, wo wir waren. Und wir wären gerne so ein bisschen erst am Aufrüsten. Oh, hier steht ein Crafting-Table, oben jemand anders noch. Oder? Oh, da oben ist noch ein Chicken auf dem Baum, ist vorbeigelaufen. Ja? Oh nein. Ja. Bei der Teamzusammenstellung wurde gemeint, so, oh nein, Spark und Cast, das geht ja mal gar nicht. Spark voll defensiv, Cast voll offensiv. Also ich habe Cast anfangs gefragt, was so seine Taktik ist, aber ich glaube, er war so ein bisschen defensiv meiner Meinung. Ja, also wir haben beide, glaube ich, gar kein PvP gespielt. Ja, aber wir kommen durch. We will make it. So, ich habe 7 Raw Chicken und 3 Raw Mutton. Okay, das ist gut. Wollen wir uns wieder unten irgendwie treffen oder so? Ich suche gerade, ob ich das wieder finde. Oh, kriegen wir hin. Aber ich hoffe schon. Also so viel Essen ist es nicht, aber man braucht auch nicht so viel. Weißt du, wenn man nicht die ganze Zeit sprintet, braucht man echt nicht viel. Ja. Ja, dass wir uns jetzt schon wieder hier aus Versehen getrennt haben oder so. Okay, also ich bin wieder da. Sehr gut, ich bin auch in einer Sekunde wieder da. Ich bin nämlich einmal hier über die Bäume gelaufen, versuche ohne Fallschaden weiterzukommen. So, wieder zurück. Und einfach nicht sprinten in der Zeit. So, I can see your name. Wenn du magst, dann schon mal runtergehen. Unten haben wir auch einen Ofen, da können wir das Ganze schmelzen und so. Schmelzen und brennen. Hast du das Loch eigentlich wieder zugemacht? Nee, das ist offen. Da sieht man aber relativ schnell eigentlich. Okay, da war's. So. Bumm, ich hab's auch cool, wenn wir diese Folge sogar Dias finden. Das wäre mega nice. Die Schlucht. Hast du Holz mitgenommen? Vielleicht? Ich habe noch 2 Holz. Okay, ich habe noch 4, also für ein paar Sticks halt dann.
Egal. Holz ist Holz. Und wir buddeln einfach ein kleines bisschen weiter. Gold habe ich auch schon. Wir könnten vielleicht mal einen Baum fällen, damit wir einen goldenen Apfel kriegen. Also Stimmt. einen Apfel kriegen generell. Einen goldenen Apfel machen wir uns selbst, aber. Gerade jetzt, wenn wir noch hier sind, wenn die Chunks geladen sind. So, Dann gehe ich mal wieder in die Spalte. Ach genau, war noch Eisen hier drin, übrigens. Nee, das habe ich schon rausgenommen. Okay, dann. Sollen wir uns davon mal eine Eisenspitze gemacht? Oder ich habe schon eine gemacht, weil du kannst dir die erst eh nur abbauen, wenn du eine Eisenspitze hast, von daher. Okay. Dann rufe ich dich einfach, wenn ich die erste. Ja. Ich buddel mich einfach hier so ein bisschen durch, dann mache hier Strip Mining ebenfalls und dann gucken wir mal, was passiert. Aber ich denke mal, so am effektivsten, wenn wir zu zweit Strip Mining und meistens ja so in einer Viertelstunde kriegst du eigentlich mal so zwei Dia-Erz-Quellen oder so. Hoffentlich. Ja, ich finde einfach nur noch die Steinspitzhacke, weil kostet halt weniger. Eisen haben wir jetzt noch nicht so viel, wir haben nicht mal eine Eisenrüstung, dann würde ich nicht hier das Eisen gleich schon verbraten. Aus dem Ofen. Oh Gott, hier ist eine Hexe und ein Skelett. Spalte ist nicht so gut. Ach, bei dir, okay. Ja, nee, ist echt gefährlich. Ansonsten mal einfach Strip Mine. Ich meine, das war ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es unspannend ist. Ich glaube, es ist eher spannend, weil wir die Dias haben wollen. Ja, so eine Taktik ist halt so. Es macht halt keinen Sinn, von Anfang direkt los, Harakiri-mäßig reinzugehen, weil kann halt schlecht ausgehen und wir wollen ja ein bisschen überleben. Dieser war eh total wenig. Nochmal lauter, bitte. Dieses Jahr war total wenig am Anfang von den Leuten. Ja, weil nicht so viele Bäume am Spawn waren. Die Bäume waren alle weiter weg und deswegen konnte ja keiner ein Schwert machen. Und deswegen hat auch keiner direkt klatsch, klatsch. Wir mussten einmal kurz stehen bleiben, und in der Zeit hat sich ein anderer ein Schwert gecraftet. Oh. Ne, warte, wir haben gesagt, Fackeln rechts oder Fackeln links? Fackeln rechts habe ich jetzt immer gemacht. Okay. Du kannst aber Redstone abbauen, brauchst nicht mitnehmen eigentlich, aber das war XP kriegt. Geht das mit Stein? Nee, mit Eisen noch. Ich habe Gold, aber das kann ich nicht abbauen. Ja, deswegen habe ich mir die Eisenspitzhacke gemacht. Ich will mal gucken, ob ich schmelzen kann. Ich glaube, ich habe alles dabei. Ja. Schmelze ich mir auch kurz Eisen hier. Redstone versperrt mir den Weg. Kann ich weiter buddeln. Jetzt geht's wieder. Ach stimmt, für die Spitzhacken. Vielleicht sollte ich doch Eisenspitzhacken machen, den ich mich durchbuddel, weil ich habe nicht genug Sticks, damit ich so viele Steinspitzhacken machen kann. Oh. Und wenn du das hinkriegen kannst, kein Stick mehr da, um die Dias abzubauen. Habe ich das alles? Ja. Ich habe 7 Gold. Jo, das ist gut. Ich habe 8. Ich habe, achso, ich wollte es vorne reinlegen, aber noch ein Eisen drin ist jetzt erst durchgeschmolzen. Okay. Aber es könnte ja echt mal hier ein paar Dias kommen. Das stimmt. Zumindest finde ich jetzt mal Eisen. Schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Oh, Redstone, ey. Nicht nur die ganze Zeit Lava. Oh, jetzt sehe ich Lava. Oh, ich sehe hier auch eine Höhle. Mit Lapis und Lava und Eisen. Ich bin hier gerade echt tief unter der Erde, gell? Also, tief unter der Erde, aber echt in der bösen Gegend. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe nochmal fett Eisen gefunden. Wie viel hast du mittlerweile davon? Nummer 7, aber so eine weitere Quelle habe ich halt gefunden gehabt. Und Lapis okay. Habe ich nochmal gefunden. Und eigentlich noch mehr Eisen, wenn du es so siehst. Ist gerade echt ein Höhlensystem, wo ich gerade drin bin. Also ich habe jetzt, ich glaube, 36 Eisen oder so. Läuft. 39. Ich bin fast zwei Rüstungen bauen. Das wäre gut. 24 brauchst du ja für eine. Ja. Ja, ansonsten. Nein. Das war doof. Lava sehen. Ich hoffe, dass jetzt kein Creeper kommt. Keine Fackeln gerade mehr. Ist echt gefährlich hier. Oh, Diamanten. Nice, sammel ein. 8 Stück? Creeper. Jawohl. 8 Stück direkt am Anfang. Das ist extrem nice. Das reicht für dir Schwert auf jeden Fall. Ich sehe auch ist ja die Frage, Namen. Machen wir uns
Stimmt, ich sehe da hinten auch krass. Schwerter oder Verzauberung? Für den Anfang ist halt Verzauberung am wichtigsten. Ja. Also Zaubertisch brauchen wir auf jeden Fall. Weil das könnte man uns damit jetzt schon mal machen. Mit 8 Dias. Eine Eisen, Dia-Spitzhacke brauchen wir halt. Ja, genau. Ist generell am besten, wenn wir die haben. So, ich habe hier mal abgetrennt. Ich habe auch noch mal Eisen hier vorne. Ich hoffe mal, ich finde gleich wieder zurück. Ich habe auch 7 Level, das heißt, Oh sieht gut Gott, das aus. war knapp. Ich gucke mich ständig um, dass irgendein Vieh hier kommt. Ich habe mich gerade fast selbst in die Lava gebaut. Das wäre ungünstig. Boah, was meinst du, wie praktisch Weinmeiner wäre? Also. So viel Spitzhacken hast du gar nicht. Aber dann hätten wir noch viel Holz. Oh. Bram und Alucard. Oh, wir sind nur gerade ein bisschen getrennt auch. Sind wir das obligatorische Stressschreiben? Kann's gern machen. Ich denke aber nicht, dass die wissen, wo wir sind. Die waren noch in einer ganz anderen Richtung, oder? Ich glaube schon, ja. Die habe ich nie gesehen. Ja, die erste Folge ist noch gar nicht draußen. Die können gar nicht wissen, wo wir sind. Ich habe hier Sind gerade so zufällig eine. gerade in der gleichen Höhe. Ich habe so eine abartig krasse Höhle, aber ich kann die nicht komplett erkunden. Dann müssten wir mal zu zweit hier rein oder so. Das geht's übelst ab. Super viel Eisen. Ja. Super viel Gold. Super tief, super weit. Ich habe gar nicht so viel Fackeln, um alles zu erkunden. Lapis sehe ich hier. Also Eisen habe ich jetzt auch schon en masse. Über den Stack jetzt schon. Oh Gott. Ich habe gleich einen Stack Lapis, wenn es so weitergeht. Bedeutet viele Verzauberungen. Ja. Ich hoffe wirklich nur, ich finde zurück, sonst komme ich mein Eisen nicht Da war mehr. ein Skelett drin, da verziehe ich mich gerade mal. Oh, ich gehe zurück. Ey, die Höhle ist absolut krass hier. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch haben. Allzu lang soll es aber auch nicht mehr sein. Das sollte man irgendwie sehen können, obwohl, kann ich ja schon. Also 3 Minuten circa noch. Ja, kann sein. Ich bin auf dem Weg zurück, wegen Essen einerseits natürlich auch, dass ich das andere mal in den Ofen rein tue. Ja, ich mache mich auch mal auf den Weg. Jetzt bin ich dann nie wieder hin. Oh, da ist noch ein Skelett, da verzichte ich gerade mal drauf. Ich laufe jetzt einfach zurück. Ich dachte gerade, ich sehe einen Namen, dabei war das nur Dreck auf meinem Bildschirm. Hatte Ich so, ich hä, auch in der manchmal. Richtung stehst du doch gar nicht. Genau. Oder das Fadenkreuz manchmal einfach mitten im Weg. So, dann kommst du mit. So, ich bin wieder zurück. Dann ein Eisen raus. Hier werfe ich mal ausnahmsweise Essen zuerst rein. Hier ist Cooked Mutton auch fertig. Ich kann mal Oh, hier eins wollte ich essen. eigentlich hin. Ja, was erst soll das rein? Ich kann mal eins essen. So. Also in die Richtung Höhle und in die Richtung Spalte von uns beiden. Da gibt es noch so viele Sachen. Hallo. Hi. Brauchen mehr Öfen, glaube ich. Ich kann mal mehr Öfen machen. Wir haben super viel übrig. Ja, da war auch noch einen hier. Super Also ich viel. habe einen Stack und ein bisschen Eisen. Sollte, glaube ich, erstmal Gut. reichen. Ich habe 38, 11 Gold, aber 41 Lapis noch. Hast du noch Sticks? Ja, meine letzten. Acht Dann können wir Stück. uns gleich die Spitzhacke machen. Ja. Achso, ja, gut. Dann kann ich auch craften. Ja, also wir werfen uns gegenseitig einfach rüber. Diamonds. Ah, schade. Wäre cool, wenn das im Chat displayed werden würde. Genau. Dann denken die sich, nein. So, hier ist die Spitzhacke. Wassereimer wäre cool. Dann könnten wir uns so ein Lavasee übergießen. Also Obsidian ist in der Spalte da hinten richtig viel. Aber können wir uns sich auch bauen. Jo. Aber Spalt ist halt auch gefährlich. Oh, in 5 Sekunden werden wir gekickt. Okay, dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, lass krachen.
Und tschüss. Oh tschüss. Na komm schon. Ja, ich brauche noch ein bisschen, bis ich gekickt werde. Jetzt. Okay, Aufnahme stoppen.